Krebsdiagnose 2014. Und dann, naja, durch den Radsport neue Horizonte entdeckt habe, die ich mir vorher nie geträumt habe. Ich war ja so ein Sport, niemals. Ich habe nie Sport gemacht in dem Sinne. Ich dachte, was muss das sein? Jetzt geht's los zur Registrierung. Wir sind schon ein bisschen aufgeregt. Wir bekommen die Startnummer 211. Hui! A und B. Das ist cool, oder? Das ist der Grund, warum ich da bin. Warum? Weil ich so viele Leute jetzt getroffen habe, die ich seit Jahren irgendwie kenne über Instagram und so weiter. Und die tolle Geschichten erlebt haben. Ich finde einfach toll, zusammen mit diesen Leuten hier zu sein. What was your motivation to come to the city? The adventure and the people. See how the rest of the world lives. It just looks insane. The mountains, the people, the countryside. I mean, the history of the Silk Road. Das ist, glaube ich, eines der letzten Länder, wo man so eine nomadische Kultur noch erleben kann. Die Berge sind unglaublich schön. I was looking for a different experience. I know it's really big terrain and you're going to feel really small. Weather is going to change really fast and I'm excited to kind of see all that terrain and kind of feel small. I mean, Kyrgyzstan is just a really magical place. Generell einfach eine surreale Erfahrung, die man nie wieder vergisst. It's just it's just so empty and there's more horses than people. Oh yeah, horses are really good to chat to. Yeah. Riding. It's like no other place I've seen before. The hardest thing is getting to the starting line. I'm excited for the challenge. Das ist das erste Event dieser Art für mich und es ist schön, spannend. Es ist ein neues Abenteuer. Let's go, let's give it a shot. Wir gehen jetzt zu den Minibussen, die uns dann nach Talas bringen. Die Fahrräder wurden ja schon in die LKWs gepackt. Das ist mein absoluter Albtraum. Warum? Die zwei Trucks, voll beladen mit Fahrrad über die kirgisischen Straßen, du. Wenn ich einen Kratzer in meinem Rahmen habe, ich dreh durch. The trucks that have our bikes in them had some problems. They're going to be even later than they were originally going to be. So we were already going to be late, but now we're like, it's Kyrgyzstan, guys. Don't look at your watches. It's an adventure. Everything. Es ist 10 vor 11. Wir hätten vor 50 Minuten starten sollen. Wir sind gerade in Talas angekommen. Nur die Räder sind noch 200 Kilometer, glaube ich, hinter uns. So, erste Nacht vom Silk Road Mountain Race.
Wir sind hier in einem wunderbaren Hotel gelandet. Soviet Style. Als Notunterkunft, weil wir alle keine Fahrräder haben. The bikes arrive! Philipp und ich sind jetzt 150 Kilometer gefahren und haben eine ganze Reihe an Problemen. Mir ist meine gute Fotokamera runtergefallen, also aus der Tasche gefallen, kaputt. Ja, bei Philipp knackt das Tretlager. Wie blöd, das klappt, das wär's total kaputt. Ich hatte nach dem ersten Pass auf der Abfahrt einen Platten. Ja, ich glaube, wir sind gut bedient. Schlafen. Wir wurden eingeladen, etwas früher als gedacht, aber 190 Kilometer reichen auch 11,5 Stunden im Sattel. Vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Selbst kreiert, ne? Also ich bin in einem Musikerhaushalt groß geworden. Mein Stiefvater ist Pianist und ich spiele Klavier, seitdem ich 7 bin. Ich habe auf der Reise mir das indische Bambusflöten-Querspielen so ein bisschen beigebracht. Und das ist mein Reiseinstrument, weil das Klavier ist ein unheimlich beschissenes Reiseinstrument. It was not supposed to be. Hey, good morning. How are you? Hier los, mit Schwung. Schwung. Hello. How are you? You're good? Come on. Yes, yes. Okay. Regen, Gewitter, 3000 Metern
das ist gerade nicht schön. Ist das das Abenteuer, was du wolltest? Wir haben es gefunden, also hier oben ist es. Das ist das Spirit. Ah. Das ist genau das, warum wir alle hinfahren. Okay. Bisschen Abenteuer, jetzt im Dunkeln runter. Schnell runter. Nee, sicher runter. Sicher runter. Ich wurde mit 24, ziemlich genau, es war der 22. November 2014, also relativ genau 7 Jahre her jetzt, habe ich die Diagnose bekommen, nachdem ich über 2 Wochen hinweg sehr, sehr drückende Bauchschmerzen im Bauchraum hatte. Dass ich konnte kaum noch aufrecht gehen, weil das einfach so gespannt hat. Und ich hatte das für eine wiederkehrende Nebenwirkung eines pfeiferischen Drüsenfiebers gehalten, das ich schon mal hatte. Da hatte ich damals eine sehr geschwollene Milz. Das Gefühl war relativ ähnlich mit dem, was ich damals hatte. Das wurde dann untersucht, musste eine Biopsie machen und dann stand fest, irgendwann Keimzelltumor mit diversen Metastasen da im Bauchraum. So, der Groschen ist bei mir gar nicht so schnell gefallen, aber als er gefallen ist, war natürlich erstmal Schock. Auf jeden Fall. You find a good place to sleep, you find maybe food and a good sleep. This sounds like music to me. Philip, yeah. After the snow and all the stuff. Oh, shit. I can't believe it. Where are we behind? Kleiner Ort mitten in den Bergen hat ein Gasthaus und wir kriegen sogar jetzt noch mitten in der Nacht ein Abendbrot und 5 Uhr am Morgen gibt es dann sogar schon Frühstück. Wir sind ganz schön im Arsch. Außer der Philipp, so, dem geht es noch richtig gut. Racing with us, bye bye! Zwei für Dürüm und 2 für unterwegs nachher. Das ist effektiv genutzte Zeit. Die Zeit, die wir erst verplant haben, geht nämlich für quasi 2 Mahlzeiten drauf. Mit ihm habe ich jetzt gar nicht gerechnet, sondern da muss er ja wirklich in der Nacht über den Pass sein, über den Schneepass. Weil er war ja, das hatten wir ja schon 2 Anstiege vorher eingeholt. Ja. Und es war ja bei uns schon dunkel. Krass. Das ist Respekt, mitten im Schnee. Wir haben den Schnee erreicht. Aber das Wetter ist trotzdem schön, kurzärmlich geht. Na ja. Hier. Aber Philipp, zeig mal, wo müssen wir drüber? Zwischen den 2 Spitzen. Da müssen wir jetzt drüber. Mal richtig in den Schnee rein. Das ist der Schnee, der gestern gefallen ist. Why, for us? Yes.
Checkpoint 1, ich bin ein bisschen gaga. Ich habe in den letzten 20 Kilometer keinen Zucker mehr gehabt. Und jetzt weiß ich nicht mal, wie ich meinen Namen schreiben soll. Germany. Yeah. 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 Blood type, I don't know my blood type. Mm. Weißt du meine Blutgruppe? Nö. So. Now Philip gets a stamp? Yeah. Ja. Ah. Hey. Philip, dein erster Stempel. Ja. Yeah. Oh. Ich habe das nie in Frage gestellt, warum. Das ist, warum mir, warum jetzt? Ich meine, ich war verheiratet, neue Stadt, Studium, also voll ins Leben geht los und dann sowas. Aber ich meine, die Konsequenz aus dem, was du daraus machen kannst, habe ich immer als etwas begriffen, was man selber gestalten kann. Geht's und das ist ein Sturz da. Philipp. Ja. Matthias. Was ist jetzt? Hallo? How are you? Huh? How are you? Hallo? Was machst du? Es ist arschkalt. Und warum gehst du nicht in den Schlafsack? Ich erst ein bisschen aufwärme. Dann gehe ich in den Schlafsack. Was ist es? Nochmal mache ich Urlaub in der Sahara. Heute ein unglaublich schöner Tag. Hier mitten im Tian Shan-Gebirge, in einem richtig abgelegenen Tal. Fast 100 Kilometer, nur solche Wege. Nachdem der gestrige Tag 4 nicht ganz so glücklich verlaufen ist, hatten doch einige Probleme. Ich hatte Probleme mit meinem Mantel. Der war schon so kaputt, dass er gewechselt werden musste. Dann hatte ich dafür leider die falschen Schläuche. Aber man merkt hier, man muss sich jeden Meter erkämpfen. Es rollt nichts. Die Höhe macht auch zu schaffen, 3000 Meter. Und dann hier noch sportliche Höchstleistung vollbringen mit, ja, ich sag mal gut 30 Kilo Systemgewicht. Philipp hat vielleicht 3 Kilo weniger. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es trotzdem eine schöne Sache. Man muss einfach immer treten und dann ist man halt so 10, 11, 12 Stunden im Sattel. Und dann kommt man auch vorwärts. Wenn ich mich daran zurückerinnere, die Welt außen gar nicht mehr wirklich wahrgenommen, weil dann habe ich Familie da, die Frau und ich kann mich da echt kaum daran erinnern. Ich kann mich nur erinnern, so ein mentaler Kokon, ich in mir selber, ich lag ganz viel im Bett so in eine innere Welt versunken, manchmal auch mich komplett entleernt, mental sowas. Das waren erstmal recht intuitive Prozesse, aber irgendwann. Ja, es ist wie wenn du aufs Fahrrad steigst und die Welt hinausfährst, ohne Karte. Irgendwann zeichnen sich Wege, irgendwann wird es klar, du beginnst so einen Raum zu fühlen. Und das Gleiche habe ich innerlich gemacht. Ja.
In der Not frisst der Teufel Melone zum Frühstück. Das ist auch nicht schlecht. Aber... Shit. So nice to see you again. We're looking for the restaurant now. We need to eat. And we brought little food from last stop. Too little. It was going well, and then yesterday was my disaster day. Minus 7 degrees. Oh, good. Minus seven? Yeah, and I have four punctures and messed up my derailleur at one point, and my changer fell off. Like, it just wouldn't stop being a terrible day. Fuck. You know? So let's go together to the checkpoint too, guys, let's do it. I need some motivation. Come on. You don't have any more spare tubes? I used my tubes. Ach so, okay. Looks well. I'm really sorry for you. Yeah. Oh, wow. You can sit here by the... Oh, thanks, man. What is this? A lot of sweets. Yeah? You stay, niggas? Oh. Unbelievable. 7 p.m. Everyone who came, they were like, oh, we saw Jenny on the way. She's going to be here soon. Like in an hour or maybe 30 minutes. No. Thought I'd be here yesterday. Had nothing but mechanical since yesterday morning. So just won't leave me alone. Bin davon losgekommen, mir ausmalen zu müssen, dass das Leben immer so verlaufen muss, wie ich mir das plane. Weil mein Planungsverhältnis, Vermögen ist zwar sehr, sehr bunt und schön und interessant, aber ich habe überhaupt keinen Anspruch darauf, dass es dann noch so kommt. Da, wo du bist. Es kommt, wie es kommt. Und ich kann aus allen Situationen irgendwas gewinnen. Das auf jeden Fall. Das bin ich sehr, sehr froh drüber. Und natürlich habe ich nur Spaß am Gestalten. Ich mache nach wie vor weiter Musik und Architektur und andere Sachen. Ich liebe das Gestalten, aber ich bin total unabhängig davon, ob das jetzt in die Richtung geht, wie ich das steuern will oder nicht. Hey, what's up? I took a tumble. You're right. And that hurt my shoulder and my hand. Shit. I don't know what's... It might be tendon. It might be muscle. It's impossible to go up. It's impossible. Oh, yeah. It's not technical. It's just you have to push the bike on your back and walk with it. And you have to go up like this. Yeah, I know. And you make it 1 meter up. But we need to go there. No, we have to go down. We wanted to go to down. Yeah, because upstairs is possible.
I have a really bad feeling to leave him here. Yeah, yeah. But if you get worse, you can still push the SOS button. And they explain, really, believe me. But will you be able to continue tomorrow, you think? Yeah, yeah. Sure? Yeah, I'll get to stuff about maybe the next town. And then... You have food and water? I've got food. Amazing for some. I have a lot of food if you want to. So join us. Das Radfahren ist nach wie vor vielleicht für mich die prägnanteste Folgeerscheinung von dieser Krebserkrankung im Sinne von einer weiteren konstanten Zustandsanzeige des Körpers, des Geistes auch auf jeden Fall. Und es ist einfach auch eine Versinnbildlichung dieses explorativen Prozesses, den ich so liebe, des Entdeckens. Ganz physisch. Ich gehe raus in die Welt, entdecke die Welt. Спасибо. Thank you. Thank you. Приятно. What the hell? Relax, like them. You have to go. I have to go. I 5 minutes. 5 minutes. It's because I don't care. That's why they don't have coffee. There's no alcohol. They make that really clear. Is it like a? You're not allowed to sell it to under 18s. Yeah. Yeah. That's a great thing. That is. Is it possible to get water? Yeah. So. Es ist nur die frühe 4:30 Uhr aus den Federn. Fahren jetzt in den Sonnenaufgang. Und es wird nochmal ein richtig harter Tag. Have you seen? There's a storm. No, storm not bad. Yeah. I think he's over there, the King Kipas.
Letzter Tag, Silk Road Mountain Race. Noch 90 Kilometer oder 85 Kilometer bis ins Ziel. Aber da kann man schon trotzdem noch mal eine ordentliche Pause machen. Ich hatte eigentlich das ganze Silk Road Mountain Race über nur Durst. Und Wasser stillt den Durst einfach nicht mehr. Deswegen viel Eistee. Froh, dass es das hier in Mengen gibt. Auch wenn viele Magazine, also Einkaufsläden, kaum was anderes drin haben, aber Eistee ist immer da. Eistee, Cola, Kekse. Was gibt's noch immer? Brot. Meistens Brot, auch nicht immer. Ah, prima. Mach mal. Super. Ja, geil. Jetzt haben wir heißes Wasser bekommen nochmal. Es gibt echt nochmal Kaffee. So. Dann geht's mal weiter. Alles fahrbar, Philipp, oder? Mhm. Ah. Sinnlos, davon 20 Kilometer. Ernsthaft. This was the last climb, but it was not a climb, it was a hiking section. I think more than 10 hours hiking, hike and bike, and it was totally deep. 2200 meters of climb. 2200 meters. I think some families or some hill climbers don't do it if they go for a day climb, no. A hike. People do 1000 meters in family. This was not... With the bike. It was a bike. But we did it. 25 kilo bike. That's unbelievable. Worst day ever, huh? Worst day ever. But the view is still nice. Yeah, and it was the last climb of the Silk Road. Ja, nur ankommen. Nur ankommen. Ich habe echt die großen Probleme mit dem Magen. Ich bin auf den letzten Zahn gekrochen. Ich habe es gesagt. Und wenn ich auf den letzten Zahn kriege, ich habe dieses Ding beenden. Wahnsinn! 2,5 Kilometer zum Ziel. Na! Es ist unglaublich. 1854 Kilometer. Fast alles Offroad. Jeder Scheißmeter war ja bitter erkämpft. Ja, besonders heute. Die letzten 20 waren jetzt Asphalt. Ansonsten tat es nur weh. Philipp. Nur weh. Also heute habe ich fast meinen Verstand verloren. 8,5 Stunden Fahrrad schieben heute. Sinnlos. Aber da ärgert man es jetzt nicht, weil bei uns in den letzten 2 Kilometern freuen wir uns einfach, dass wir es geschafft haben. Vorbei. Vorbei. Jetzt gleich Bier. Ich trinke nichts anderes als Bier jetzt im Ziel. Ich habe selten so gelitten. Ah, so lang gelitten über so viele Tage. Ja. 11 Tage. Letzte hast du gleich noch zugespitzt. Und 15 Stunden oder so. 143 Meter. 74 Meter. Da links. Hey. Hey. Philipp, wir haben es geschafft. Hallo. Hey. Philipp, Achtung. Radu.
come on, go down. Just arrived in time for the beer. Congrats. Thanks. Well done, man. Well done. Oh, good. Come on. Right. Philipp, komm her. Ja, Philipp, so, wie ging's dir so aus deiner Perspektive? Ich habe es extrem genossen, muss ich sagen. Besonders die ersten 8 Tage. Ich war sehr erstaunt über meinen Körper, dass ich mich sehr gut regeneriert habe. You know, the Silk Road is a big test. It's a big test of character. It shows you what you're made of. Ich fand es gut, wie wir das zusammen gemacht haben. I had some difficult moments, especially after checkpoint 2, Old Soviet Road. And this Chinese border road was crazy long. I wanted to scratch. I didn't know if I could do it. It was so far out of my comfort zone. I wasn't a mountain biker, but I love Kyrgyzstan. I love traveling by bike, and I just wanted to see if I have what it takes. And I think a lot of people sign up for this to find out if they have what it takes. Gestern früh hätte ich am liebsten aufgegeben. Und dann 4 Stunden später auf dem Rad ging es plötzlich wieder alles ganz gut. Von daher, ja, das nehme ich mit im Großen und Ganzen. Ja, es viele, viele Eindrücke. Ich glaube, die kann ich gerade noch nicht so ganz verarbeiten. I remember almost all of the mountain passes. They were just amazingly beautiful, all of them, and they had their own little stories. Womit ich halt gnadenlos gescheitert bin, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich jetzt so völlig im Eimer bin, ist die Ernährungssituation. Man sieht es hier, wir eben Instant Kaffee und Kekse. Aber leckere Kekse. It's really, really, really hard. Every day. You expect to have a day really simple, and exit an extraordinary problem. Ist das Ganze drumherum, das Wetter, übernachten, irgendwie klarkommen, Essen vor allem ist natürlich ein großes Ding. Also ich finde es eigentlich eher mit einer intensiven Tour vergleichbar als mit einem Radrennen. For me, it's like a challenge. It's not the race is with myself. I never control my position. Never control my. Yeah, I want to arrive. Ich werde emotional sehr, sehr zusammenbrechen, wenn ich ins Ziel gehe. Ja, das ist aber vorbei. Jetzt. Wer hat dich so schönerweise aufgebaut? So hoch da drüben, wohl den Meister will ich loben. So lang auf mein Stimmchen schaut, will ich loben. So lang auf mein Stimmchen schaut. Sage, wir zählen bei 3, musst aber springen. What is your nice? I don't trust your nice. You do the Silk Road, man. 3 musst aber springen. 1, 2, 3. Ding, 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 ding